Einen wunderschönen Montagnachmittag hier aus der sonnigen Slowakei zu euch, wo auch immer ihr gerade zuschaut. Lasst mich kurz wissen, ob ihr mich hören und sehen könnt. Wir befinden uns hier im Weekly Newsflash, im zweiten seit langer, langer, langer Zeit, heute am 25.05.2019. Und ich gucke jetzt in der Zwischenzeit, ob wir live sind. Ich hoffe. und ja, ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und hier auch zuseht. Worum geht es heute? Wie immer, es geht darum, was in der letzten Woche bei Builderall passiert ist. Und ich bin jetzt hier gerade ein bisschen verwirrt, denn ich sehe nicht, dass ich live bin. Doch, jetzt hier sind wir. Perfekt. Hey, Halleluja, ich dachte schon wieder hier technisches Problem. Okay. Ihr Lieben, was ist diese Woche, in der vergangenen Woche bei Builderall passiert? Es sind viele, viele Dinge passiert. Unter anderem hatten wir böse, böse Angriffe von bösen, bösen Hackern, die gemeint haben, unser System in die Knie zwingen zu wollen, aber sie haben es nicht wirklich geschafft. Man hat zwar ein bisschen was gemerkt, aber Builderall wäre nicht Builderall, wenn wir hier nicht jetzt unsere Vorkehrungen getroffen hätten. Das heißt, der Großteil von euch hat davon gar nichts mitbekommen, gab zwei, drei kleine Aussetzer, aber wir reden hier von Zehntausenden von Angriffen, die in relativ kurzer Zeit passieren. Also von der Seite darf das sein, gehen auch andere in die Knie. Worum geht es aber jetzt? Jetzt geht es darum, was passiert ist. An guten Dingen, an positiven Dingen. Die Webinar-App. Es wurde hier wieder nachgebessert. Ja, ihr habt das mitbekommen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Banner einzublenden, also sogenannte Call to Actions. Wir haben die Möglichkeit, Videos als Wartevideo einzublenden oder Erklärungsvideo. Und ist ja sehr viel passiert. In der letzten Woche schon genau erklärt. Es gab jetzt hier nochmal ein kurzes Update bzw. eine Verbesserung. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel auch diese Background, diese Timer, ja, der Timer, der eben auf der Webinar-Seite steht und im Normalfall nicht transparent, sondern in einer bestimmten Farbe war, jetzt auch mit einer Transparenz zu hinterlegen, um einfach so dem Ganzen nochmal einen professionelleren Touch zu geben. Dementsprechend kann man das Ganze nochmal einfach viel, viel schöner darstellen. Im E-Learning hat es Updates gegeben. Zum Beispiel mein Highlight in dieser Woche, du hast nun die Möglichkeit, wenn jemand sich für deinen Kurs anmeldet oder sich du ihn freischaltest, nachdem er sich angemeldet oder gekauft hat, ja, kannst du das Ganze jetzt mit einer Mailing-Boss-Liste koppeln, mit unserem E-Mail-Autoresponder und hast dadurch die Möglichkeit, die Leute automatisch in die Liste zu schieben und dahin ja, dementsprechend auch mit E-Mail-Sequenzen oder Newslettern zu erreichen. Also eine sehr, sehr tolle Möglichkeit. Man kann die E-Mail-Adresse ändern, wenn man Leuten eine Nachricht schreibt. Du hast die Möglichkeit, das Zertifikat, wenn die einen Kurs abgeschlossen haben, automatisch per E-Mail zu schicken und vieles mehr. Also ist hier auch sehr, sehr viel Neues nachgekommen. Im neuen Chatbuilder, den wir haben, ja, wurde ebenfalls schon vorgestellt, hast du jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel eine Standardnachricht oben anzupinnen, ja, zum Beispiel mit den Regeln oder mit wichtigen Links oder mit einer wichtigen Information. Das heißt, du kannst eine Nachricht schreiben und die anpinnen in dem Chat, sodass diese immer einfach oben on top klebt. Für mich tolle, tolle Möglichkeiten, tolle Features, aber wir switchen wieder zu meinem Lieblingstool. Aber ihr müsst ja trotzdem mitkriegen, was sonst noch passiert. Ja? Aber wir switchen jetzt trotzdem zu meinem Lieblingstool, nämlich Cheetah. Ich weiß, es ist auch nicht nur mein Lieblingstool mittlerweile, sondern wir haben hier wirklich viele, viele Leute, die Cheetah lieben und genau auch deswegen zu Builderall kommen. So, ich teile meinen Bildschirm. Ihr solltet jetzt hier meinen Cheetah-Bildschirm sehen können. Und wenn jemand jetzt hier ganz genau aufpasst, dann sieht er jetzt hier bei mir neben dem Namen Cheetah Beta einen runden Kreis, Verzeihung, einen runden Kreis mit einer Zahl drin. Und wenn du jetzt hier draufklickst,
dann geht hier ein neuer, ja, ein kleines Fenster auf. Und in diesem Fenster siehst du jetzt ab sofort alle wichtigen Informationen zu Cheetah. Bedeutet, alle Updates, alle Neuerungen, Fixes, die erfolgt sind und so weiter und so fort. Okay, ist ein bisschen mehr Arbeit für die Anwender, für die Entwickler, aber für die Anwender sehr, sehr gut, weil ihr einfach hier auch jederzeit nachschauen könnt. Okay, hier haben wir jetzt eben vor 3 Tagen das neue Release 1.0 gehabt, ja, mit den Infos, die wir jetzt heute auch noch durchquatschen. Aber wir sehen jetzt hier auch schon, dass es zu diesem Release ein zweites Release mit Bugfixes gab. Ja, also von der Seite, hier sieht man jetzt einfach, okay, da passiert was, man sieht, wie oft was passiert. Und ich finde das ein ganz, ganz tolles Highlight, denn du hast hier einfach die Möglichkeit, dich regelmäßig zu informieren. Okay, das mache ich jetzt aber wieder zu. Und wir schauen uns an, was hier dazugekommen ist. Denn du hast hier nun die Möglichkeit, drauf zu klicken und englischsprachige Tutorials anzuschauen. Okay, der Button hat sich jetzt hier ein bisschen geändert. Und du hast hier die Möglichkeit, auf den Button mit dem Daumen zu klicken, auf Suggestions, okay, also Vorschläge. Dementsprechend hast du die Möglichkeit, dein Feedback an Bilderort zu schicken, wo du sagst, hey, ich habe hier einen Bug gefunden, oder dafür ist es eher gedacht, ja, zu sagen, hey, ich habe hier einen tollen Vorschlag, können wir nicht das und das implementieren, okay? Dann hast du die Möglichkeit, hier reinzuschreiben, okay, was könnte verbessert werden, gibst deine E-Mail an, am besten deine Bilderall-E-Mail, und das Ganze geht direkt an die Entwickler, okay? Bedeutet, dass hier ist eine Art direkter Zugang zu den Entwicklern. Was für dich jetzt hier wichtig ist zu wissen, ja, mach jetzt nicht heute einen Vorschlag und morgen den gleichen Vorschlag nochmal und übermorgen nochmal den gleichen Vorschlag, weil dann wird das wieder abgeschafft werden. Denn es geht hier wirklich darum, mach dein Feedback und warte. Ja, ich kann dir versichern, alle Feedbacks oder alle Vorschläge werden gesammelt, alle Vorschläge liegen auf und werden dann wirklich nach Dringlichkeit abgearbeitet. Okay? Also bitte nicht alle 5 Minuten oder alle jeden Tag hier das gleiche Problem, den gleichen Vorschlag machen und sagen, hey, warum macht ihr das nicht? Ja, die arbeiten wirklich auf Hochtouren und es wird abgearbeitet werden nach Prio. Okay, ihr Lieben. Gut, das hier war mal für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, du kannst jetzt direkt mit den Entwicklern in Anführungszeichen kommunizieren, indem du das Formular ausfüllst und deine Vorschläge einreichst. Gut. Was ist in Cheetah dazugekommen? Ja, ich gehe jetzt hier einfach mal auf eine Demo-Seite. Gehen wir hier mal kurz rein. Demo, 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 Baustelle, 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 Baustelle. So, ihr Lieben, solltet hier meine Seite noch immer sehen. Heute ist der 25.05.2020 und genauso nenne ich diese Page hier auch. Um dir zu zeigen, jetzt scheppert hier das Telefon. Ah, okay. So, da gehen wir jetzt rein. Was ist neu in Cheetah dazugekommen? Vorab, durch diese Hackangriffe, die gekommen sind, wurden einige Änderungen im Code gemacht, um einfach auch abzuwehren, was denn da passieren könnte. Okay, so, wir haben jetzt hier mal die Seite ein bisschen vergrößert, beziehungsweise wir können das hier nochmal ein bisschen vergrößern. So, ihr Lieben, was ist in Cheetah neu dazugekommen? Wir haben jetzt hier schon das Changelog, ja, wo du immer siehst, was passiert. Du hast die Möglichkeit, direkt mit den Entwicklern in Kontakt zu treten. Und jetzt reden wir von dem Editor. Wir finden unter dem Reiter Video jetzt ab sofort endlich auch wieder Videlo. Ja, viele von euch nutzen Videlo, viele von euch haben auch den Special Builderall Tarif mit der Vergünstigung bekommen und viele nutzen das. Okay, hier hast du jetzt die Möglichkeit, direkt dein Videlo Video, ja, zu verknüpfen, zu implementieren. Und hier musst du nur eine kleine Sache wissen, nämlich diese hier. So, ich logge mich jetzt ganz kurz in meinen Videlo-Account ein.
gehe jetzt hier einfach mal auf Builder All und schnapp mir hier das Builder All Video, okay, das Promo Video. So, du musst in das Video hineingehen, machst hier deine Einstellungen, wie du sie gern möchtest, und klickst dann auf die Video Page. Das ist entscheidend, denn das hier ist aktuell die URL, die du in deinen Cheetah-Einstellungen eingibst. Okay? Wenn wir jetzt hier in die Vorschau gehen und uns das anschauen, ist das Video auch schon da. So, das Wichtige hier ist wirklich, du musst auf die Videopage gehen. Okay? Ich weiß, Videlo hat natürlich auch wie alle anderen Anbieter einen Embed-Code, den du dir holen kannst. Das funktioniert noch nicht, wird aber im Lauf, also mit dem nächsten Update am Donnerstag, definitiv eingespielt werden, dass du hier auch den kompletten Embed-Code, der halt viel zu groß und unnötig ist, ja, hier einpflegen kannst. Einfacher ist es, du gehst ins Video, gehst auf die Video-Page, kopierst einfach nur diese URL und gibst die in Cheetah ein und schon wird das Video gespielt. Das Schöne auch hier ist dann, ja, genauso wie letzte Woche schon gequatscht, ja, du kannst hier jetzt auch eben Videlo-Videos anpinnen, wenn jemand scrollt, ja, gehen wir mal hier runter und dementsprechend ist es dann einfach so, wenn jemand hier oben auf die Seite kommt und runter scrollt, das Video eigentlich nicht mehr sieht, dann wird das Video hier direkt angepinnt und die Person kann das weiterschauen. Ja, also wirklich für mich eins der absoluten Highlights, weil da warte ich schon sehr lange drauf, habe ich auch schon lange, lange und oft genervt, dass das wieder zurückkommt. Jetzt haben wir die Videlo-App wieder dabei. Wichtig, nächste Änderung, ich gucke jetzt hier mal ganz kurz, machen wir hier meine Kamera wieder an, ob hier irgendwelche Fragen von euch auftauchen, aber bis dato relativ ruhig, sehr schön. Wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat, okay? Ein nächstes Highlight für mich als Designer und viele andere von euch, die wirklich gerne designen, ja, wir hatten bis dato ein kleines Manko, nämlich, dass wenn wir zum Beispiel, ich kopiere das jetzt mal, ein Element nebeneinander haben wollten, ja, oder aufgrund der Größeneinstellung, ich mache das jetzt einfach mal so, so, ich möchte jetzt nicht mit dem Lineal arbeiten, sondern ich möchte jetzt hier auf den Pixel genau das in einer Linie haben, ja, dann gab es immer nur die Möglichkeit, da so lange herumzuziehen und zu schieben und zu schauen, bis es halt gepasst hat, okay? Jetzt hast du wieder, und ich liebe unsere Entwickler dafür, die Möglichkeit, mit deinen Pfeiltasten auf der Tastatur die Elemente zu verschieben. Du wirst es jetzt wahrscheinlich nicht wirklich sehen können, ja? Deswegen mache ich jetzt hier mal ein paar größere und längere Bewegungen. Ich kann jetzt hier pixelgenau, ja, und jetzt sehe ich zum Beispiel, das passt perfekt, ja, pixelgenau arbeiten, indem ich mit der Tastatur, den Pfeilen auf der Tastatur, einfach Elemente nach links, rechts, oben, unten verschieben kann und somit wirklich zu 100% pixelgenau arbeiten kann, auch wenn es jetzt gerade mit der Maus nicht ganz passt. Okay? Wofür könnte man das nehmen? Weil man kann jetzt sagen, ja, ich kann ja einfach Lineal nehmen. Ja? Völlig richtig, ich nehme jetzt hier ein Lineal, zum Beispiel hierher, docke ich das da oben an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel drei Elemente brauche in einer Reihe, okay, jetzt nehme ich hier nochmal eins, dann habe ich hier zum Beispiel nicht den hundertprozentigen Abstand. Okay, also was mache ich? Ich schiebe das jetzt genau auf die andere Box, ja, dass es wirklich nur einen Pixelunterschied hat. So, okay. Und jetzt kann ich einfach mit der Maus nach links zum Beispiel 10 Mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das gleiche mache ich hier nach rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und schon habe ich ein perfektes Ergebnis, weil ich nach oben alles schön ans Lineal angedockt habe und nach unten einfach mit dem Pfeiltasten nach links und nach rechts gearbeitet habe und habe hier wirklich ein 100% akkurates Ergebnis. Okay, für mich ganz, ganz wichtig und ich bin super happy, dass wir das jetzt wieder in auch eben in Cheetah verfügbar haben. Ja, im Pixel Perfect gab es das ja schon, jetzt gibt es das Ganze auch in Cheetah wieder.
So, welche andere tolle Sache haben wir? Wir gehen jetzt in die Mobilansicht. Und auch hier haben wir jetzt einen großen Vorteil. Ja, das ist jetzt blöd, weil da kann man jetzt nicht unterscheiden, was ist was. Also mache ich da jetzt hier einfach nochmal einen Text. So, geben wir hier rein. Wir zentrieren da. Upala, da war ich jetzt zu schnell. So, wir zentrieren das und ich schreibe jetzt hier einfach mal Box 1. So, das mache ich jetzt ja, ein bisschen kleiner. Machen wir mal Box 1. Das kopiere ich jetzt. Schiebe das hier rüber. Hier sage ich natürlich Box 2. Und jetzt kopiere ich das Ganze wieder und sage, das ist Box 3. So, so können wir das jetzt besser unterscheiden. Oh, ich liebe Kaspersky, blub, blub, blub. So, wir gehen jetzt in die Mobilansicht. Und da haben wir jetzt eben Box 1, Box 2, Box 3. Bisher war es so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Box 3 nach oben schieben habe wollen, musste ich immer über diese Tasten gehen. Okay? Jetzt habe ich die Möglichkeit, ohne auf diesen Button hier zu klicken, ja, einfach nur das Element anzuklicken und mit der Maus, mit der Pfeiltaste auf der Tastatur nach oben zu schieben. Ja, du siehst, wir haben jetzt hier die Box 3. Mit der Pfeiltaste nach oben schieben. Mit der Pfeiltaste nach oben schieben. Mit der Pfeiltaste nach unten schieben. Okay, also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einfach ein bisschen schneller, ein bisschen besser die Elemente einfach nur mit den Pfeiltasten nach oben zu schieben, nach unten zu schieben, was auch immer. Und ich persönlich bin ganz ehrlich, ich finde das eine richtig geniale Sache, denn es geht halt hier auch mal wieder einfach ein bisschen schneller. Okay, auch diese Features ab sofort live in eurem Cheetah-Account. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight für mich. Das kann und werde ich jetzt aber nur ganz kurz ansprechen. Nämlich, wir gehen jetzt hier auf die Website /blog. So, wir gehen jetzt hier drauf und ich kann euch sagen, ihr dürft feiern, ihr müsst feiern. Ihr müsst feiern, denn Beta-Tester haben bereits Zugriff auf den neuen Blog. Okay, Cheetah, das hier ist eine Cheetah-Website. Cheetah hat jetzt bereits einen Blog in der ersten Version, genauso wie Cheetah damals MVP, ja, also eine Minimum-Version. Wir gehen jetzt hier mal wieder raus. Eine Minimum-Version und jeder, der Beta-Tester ist, das sind nicht viele, sind ein paar ausgewählte Certified Partners, ja, finden jetzt hier in der Website-Übersicht den Punkt Blog MVP. Ja, also noch keine Beta, noch keine Alpha, rein MVP. Aber wir haben ja damals auch schon bei Cheetah gesehen, dass MVP schon richtig gut sein kann. Wenn man sich jetzt hier den Blog anschaut, behaupte ich jetzt einfach mal, das schaut schon relativ schick aus. Ja, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, alles darstellen zu lassen. Wir haben eine Suchfunktion integriert, Kategorien, die angezeigt und durchsucht werden können. Wenn ich in den Beitrag hineingehe, dann sieht man hier auch schon, dass man hier wirklich auch schon schön gestalten kann. Ist jetzt nur eine einfache Sache, aber der Blog ist mal da. Und er wird auch in Kürze für alle Nutzer aktiviert werden. Fakt ist, wenn ich hier jetzt reingehe, mir das Ganze anschaue, dann sieht auch der Blog relativ gleich aus wie Cheetah. Ich gehe auf Editieren, habe hier eine Übersicht, habe hier meine Übersicht, meine Kategorien, Autoren, Postvorlagen. Verzeihung. Meine Posts, die ich gemacht habe, ich kann geplante Blog Beiträge anlegen, das heißt, die werden automatisiert veröffentlicht, kann meinen Blog, meine Einstellung bearbeiten und das ist für mich das wichtigste Feature, ich kann noch nicht sagen, wie gut es ist, ich habe es nicht getestet, aber ich habe die Möglichkeit, meinen bestehenden Blog aus dem alten Pixel Perfect hier zu importieren. Das heißt, jeder von euch, der einen alten Pixel Perfect Blog hat,
kann den hier importieren. Und wenn du hier drauf klickst, ja, dann siehst du hier alle deine Blogbeiträge aus dem Pixel Perfect. Klickst auf Importieren und kannst ihn importieren. Okay? Ja, more to follow. Ja, definitiv und ganz klar. Für heute werde ich euch damit beglückt lassen und werde hier jetzt nicht noch weiter nachhaken bzw. auch noch nicht mehr rausgeben. Der Blog wird ein absoluter Game Changer sein, weil mit Cheetah das Ganze, ich meine, ich kann es jetzt hier mal kurz gucken auf meinem Handy, denn da habe ich da selbst auch schon mal geguckt. So, ich gehe jetzt mal auf markovantrova/blog. Rufe jetzt hier einfach mal kurz den Blog direkt am Handy auf. Ja, ich habe jetzt hier noch nichts optimiert und noch nicht die Reihenfolge der Dinge geändert. Ja, aber wenn wir uns das mal hier so anschauen, ja, ein bisschen unscharf, ne? Ja, kann man jetzt nicht wirklich sehen wegen des Lichts, aber es sieht richtig, richtig gut aus. Wie gesagt, man hat hier einen schönen Effekt. Ich kann hier ich muss hier aktuell noch auf Weiterlesen klicken, komme dann direkt und relativ fix in den Blogbeitrag rein. Also ihr Lieben, das schaut schon echt gut aus. Okay, es gibt natürlich auch die ein oder anderen SEO-Funktionen. Jetzt, wenn der Blog für alle gelauncht wird, wie gesagt, es ist noch MVP, das heißt wirklich ganz, ganz frühes Stadium, genauso wie damals Cheetah, aber es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Und ich finde das geil, weil man hier echt viele, viele tolle Möglichkeiten hat, nicht mehr auf WordPress umsteigen muss oder WordPress nutzen muss. Das heißt, ich kann meinen Blog im Grunde so gestalten, wie ich will. Und das ist schon eine richtig geile Sache. In diesem Sinne, das war's für heute. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise am Wochenende wieder. Denn in Zukunft wird der Weekly News Flash am Wochenende schon sein. Ihr bekommt hier in der Telegram-Gruppe ein Update, ihr bekommt in den Facebook-Gruppen ein Update und ich freue mich darauf, euch ja, die nächste Woche oder diese Woche jetzt am Wochenende präsentieren zu dürfen. Lasst es euch gut gehen, habt eine tolle Woche, maximalen Erfolg wie immer, egal ob du Builderall als Partner nutzt oder mit Builderall wirklich arbeitest, so wie ich auch. Habt eine tolle Woche, maximalen Erfolg, wir sehen uns. Lasst es euch gut gehen, alles Liebe. Euer Marco. Ciao.